Hallo? Aleikum salam. Alhamdulillah, Bruder. Mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Ah, okay. Hast du ein neues Auto gekauft? Ah, herzlichen Glückwunsch. Wie viel? Was? So günstig? Bruder, was für Nazar. Was für Auge machen. Hör doch auf. Wir müssen mal mit dir sprechen über Nazar. Okay, ciao. Salam alaikum, liebe Geschwister. Kennt ihr das auch, wenn jemand von euren Freunden was kauft, was Teures kauft und dann sagt, hey Bruder, mach kein Auge, sonst geht es kaputt. Sag Mashallah. Gibt es wirklich eine Kraft, die die Gegenstände beeinflusst und euch Schaden hinzufügt? Tatsächlich gibt es eine Kraft, die aus den Augen der Menschen ausgestrahlt werden und die uns beeinflussen können. Es gibt auch ein Amulett, so wie hier zu sehen, was viele muslimische Bürger diese als Kette tragen und dabei denken, dass es sich von den Augen schützen würde. Diese Aussage ist falsch. Diese Gegenstände wurden doch auch nur von Menschen gefertigt. Wie kann es sein, dass es den Menschen schützen soll? Früher haben die Götzendiener auch an Steine, an Statuen geglaubt und haben daran geglaubt, dass diese Statuen die Menschen schützen würden, dass diese Statuen den Menschen viel Glück bringen würden, viel Freude im Leben bringen würden und Gesundheit bringen würden. Aber das ist falsch, denn das verleugnet der Koran und Allah. Auch an das Nazar-Amulett zu glauben, ist ebenso Schirk. Ebenso gehört es zu den Taten der Götzendiener, die in der Zeit von unserem Propheten und in der Zeit von Ibrahim a.s. an den Götzen, an diese Statuen geglaubt hatten, ist Schirk. Wie und woran sollen wir dann glauben? So, wir haben nun gesagt, dass es religiös, islamisch gesehen nicht korrekt ist und nicht richtig ist, an diese Amulett, an diese Steine zu glauben, dass sie uns schützen. Doch, wir haben doch vorhin erwähnt, wir haben doch gesagt, dass es tatsächlich eine Kraft gibt, die den Menschen beeinflussen kann. Wie sollen wir uns dann dagegen schützen? So, in der Sure der Schreibschrift, Al-Qalam, in den letzten zwei Versen sagt Allah: Und die Ungläubigen möchten dich fast mit ihren Blicken zum Straucheln bringen. Wenn sie die Ermahnung hören und sagen, er ist wahrlich besessen, doch ist er nichts anderes als eine Ermahnung für alle Welt. Tatsächlich gab es in der Zeit unserer Propheten diese Kräfte auch. Sie wollten unseren Propheten mit Blicken niederwerfen, mit Blicken herabstürzen. Aber Allah hat unser Prophet geschützt. Und diese Kraft, dass es eine Kraft gibt, lesen wir daraus, von diesen Versen raus. Jedoch, wie schützen wir uns davor? Nicht mit Nazar-Amulets oder irgendwelchen Gesteinen oder irgendwelchen Gegenständen, sondern wir rezitieren einfach die letzten zwei Suren des Korans, die auch als Schutzsuren herabgesandet wurden. Und zwar lese ich sie jetzt vor. Sure das Morgengrauen, Al-Falaq. Sag, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Morgengrauens, vor dem Übel dessen, was er erschaffen, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie einbricht, und vor dem Übel der in die Knoten pustenden, und vor dem Übel des Neiders, wenn er neidet. Hier haben wir den Vers des Neiders, wenn er neidet. Tatsächlich, wenn jemand neidet, kann er mit seinen Blicken die Menschen beeinflussen. Deswegen lesen wir, rezitieren wir diesen Verse und glauben daran fest, dass Allah uns davor schützen wird. Die letzte Sure, Sure 114, die Menschen, An-Nas. Sag,
Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen. Vor dem Übel des Einflüsterers, des Entweichers, der da einflüstert in die Brust der Menschen, vor dem Djinn und den Menschen, vor den Geistern und den Menschen. So, wenn wir diese zwei Suren, rezitieren, wird Allah uns, inshallah, schützen, vor allem vor den bösen Blicken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum.